kannst du dein Instagram-Profil doch ganz gut mit einer Visitenkarte vergleichen. Entweder die Visitenkarte überzeugt sofort und man ist sofort begeistert, oder sie landet direkt im nächsten Mülleimer. Genau aus diesem Grund wird es Zeit, dass du dein Instagram-Profil mal optimierst, und dem Ganzen widmen wir uns heute gemeinsam. Hi, ich bin Isabelle und willkommen zurück auf meinem Kanal oder willkommen auf meinem Kanal, falls du neu hier bist. Hier gibt es regelmäßig spannende Social-Media-Tipps. Ich verrate dir aber auch, wie man es schafft, ein bisschen produktiver und kreativer in seiner Arbeitsweise zu werden. Falls dich diese Themen direkt interessieren, dann freue ich mich natürlich, wenn du meinen Kanal im besten Falle direkt hier unten abonnierst. Ansonsten geht's jetzt aber los mit dem heutigen Video. Jeder, der regelmäßig auf Instagram unterwegs ist und da auch fleißig postet und nicht nur stiller Zuhörer, Mitleser ist, der wird's kennen. Man hat einfach so viele Aufgaben: regelmäßig Stories posten, regelmäßig Fotos machen, regelmäßig Fotos bearbeiten, dann noch Reels posten, Community Management, Engagement fördern und all sowas. Das nimmt einfach sehr viel Zeit in Anspruch. Es ist also absolut nicht verwunderlich oder verwerflich, dass solche Dinge wie dein Profil optimieren dann schnell mal in den Hintergrund geraten, aber daran arbeiten wir heute. Heute widmen wir uns also genau diesem Thema und schauen uns mal an, welche Schritte du eigentlich gehen musst, damit du aus deinem Profil noch so das beste Letzte rauskitzeln kannst und es einfach bestmöglich optimieren kannst. Der allererste und wichtige Schritt ist auf jeden Fall, dass du dein Profilbild mit Bedacht wählst. Ich sehe so oft Accounts, wo das Profilbild von der Person ist, wo sie Ganzkörper drauf ist und vielleicht noch ein bisschen weiter weg steht, oder man nur von hinten die Person sieht, wie sie gerade die Arme hebt oder sowas. Versuch wirklich, dein Profilbild so zu wählen, dass man dich darauf gut erkennen kann, dass man dich überhaupt auch als Person sieht, wenn du mit deiner Persönlichkeit auftreten möchtest. Wenn du natürlich sagst, du zeigst dich sowieso nie, dann musst du das natürlich nicht machen. Versuch aber einfach wirklich, dein Profilbild, deine Persönlichkeit oder die Persönlichkeit des Accounts zumindest widerspiegeln zu lassen. Wenn du dich persönlich zeigst, dann wähle im besten Falle vielleicht ein Bild, wo man deinen Oberkörper sieht, wo man sieht, dass du lächelst, dass du Spaß daran hast und man direkt weiß, wenn man auch oben in diesen kleinen Stories nur die Icons sieht, ach ja, das ist die Laura, die macht immer coole Videos, da klicke ich direkt auf die Story. Beim Profilbild ist also das absolute A und O authentisch, persönlich und gut erkennbar. Schau dir doch auch unbedingt mal dein Instagram-Username an. Hast du den vielleicht vor 7 Jahren erstellt, als du das erste Instagram-Profil gemacht hast, und heißt noch irgendwas mit KittyLoverXO- oder irgendwie so eine ganz komische Zahlenreihenfolge, die sich kein Mensch merken kann, oder hier ein Punkt, da ein Unterstrich, da ein X dazwischen. Wenn man wirklich langfristig Erfolg auf Instagram haben möchte, dann sollte man auch einen ernstzunehmenden Username haben. Im besten Falle schaffst du es sogar, in diesem Username noch ein Keyword unterzubringen, was zu deinem Thema passt. Ich habe ja zum Beispiel auch einen Reiseblog, der heißt Urlaub mal anders. Unser Instagram-Profil heißt auch Urlaub mal anders. Das heißt, jeder, der nach dem Wort Urlaub sucht, landet im besten Falle schon über diese Instagram-Suche auf unserem Profil und das wird ihm vorgeschlagen. Würden wir jetzt heißen Traveling mal anders, dann würden deutsche Accounts zum Beispiel vielleicht Urlaub suchen, aber uns gar nicht finden, weil unser Account gar nichts im Username mit Urlaub hat. So kannst du also ein bisschen tricksen und versuchen, allein über dein Username vielleicht schon ein bisschen mehr Traffic auf deinen Account zu bringen. Auch deine Instagram-Bio solltest du unbedingt mal überarbeiten. Ich sehe manchmal Bios, wo ich mich wirklich frage, was die Leute sich dabei gedacht haben. Oder manchmal sind da auch nur ein paar Emojis und man denkt sich, ihr könntet doch diesen Platz nutzen, um die User wirklich direkt abzuholen und denen direkt zu vermitteln, was sie auf diesem Account erwarten. Ähnlich wie bei den Instagram-Captions ist hier auch die Anzahl der Zeichen begrenzt. Falls du mehr über die Instagram-Captions wissen willst und wie du das perfekt gestaltest, verlinke ich dir hier oben mal ein Video, dann kannst du da auch mal vorbeischauen. Da habe ich schon mal ein gesamtes Video zu gemacht. Zurück zu der Bio. Dort kannst du aber ca. 100, ich glaube es sind genau 150 Zeichen, die du benutzen kannst. Versuch also wirklich, diese Zeichen auszunutzen und in diese Zeichen alles Wichtige reinzupacken. Versuch dich dabei einfach an drei hauptsächlichen Fragen zu orientieren, und zwar wer du bist, was du machst, im besten Falle ist das noch die Tatsache, dass du irgendein Problem löst und das da reinschreibst, und dann noch wen du damit ansprichst. Also versuche einmal was über dich reinzubringen, über deine Inhalte und deine Zielgruppe. Mit dieser kurzen, knappen Bio kannst du die Leute aber trotzdem schon richtig, richtig gut abholen und ihnen direkt auf dem Präsentierteller quasi zeigen, was es auf diesem Account gibt. Neben dem Username kannst du in deinem Profil ja auch noch einen Namen wählen. Ganz, ganz viele Accounts machen das so, dass sie einfach das Gleiche nochmal reinschreiben. Also wenn mein Account Urlaub mal anders heißt, dann heißt der Name auch Urlaub mal anders und dann steht das da zweimal. Das ist immer diese etwas dickere Zeile auf deinem Profil, wenn du quasi über der Bio steht das direkt. Dieses Namensfeld kannst du aber wirklich für SEO-Optimierung nutzen. Das heißt, wenn du sagst, okay, diese drei Keywords, die sind mir super wichtig. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Account über Inneneinrichtung hast, dann versuch doch,
da vielleicht noch Möbel oder Einrichtung oder Design oder irgendwie sowas reinzubringen. Natürlich solltest du diese Zeile nicht einfach mit Keywords vollstopfen, das sieht dann auch irgendwie nicht schön aus, aber vielleicht schreibst du einfach nur Anna aus Hamburg, Möbel und Einrichtungen, wenn du zum Beispiel einen Account über Interior Design hast oder so. Dann hast du aber immer noch die Chance, wenn Leute Möbel oder Einrichtungen eingeben oder Hamburg, dass sie dich auch über diese Suchleiste finden, weil Instagram sich aus dieser Namensleiste quasi die Keywords zieht und dich dafür dann auch Usern vorschlägt, wenn sie das in der Suche eingeben. Das kannst du natürlich aber nur machen, wenn du selbst auch weißt, was es denn eigentlich auf deinem Account gibt. Falls du sagst, du hast irgendwie noch nicht so richtig den Dreh raus und schaffst es noch nicht so richtig, dein Profil in eine Richtung zu lenken oder dich da irgendwie so ein bisschen professioneller anzugehen, dann schau dir auch unbedingt nochmal mein Video zur Social-Media-Strategie an. Verlinke ich auch hier oben. Ich weiß einfach nicht, ob rechts oder links. Ich habe auch eine Rechts-Links-Schwäche. Das ist immer so ein bisschen tricky. Also entweder hier oder hier. Schau dir das auch gerne nochmal an. Da bin ich mit dir alle Schritte durchgegangen, wie du dir selbst einfach ganz einfach eine Social-Media-Strategie erstellen kannst. Du kannst auch versuchen, direkt in deine Instagram-Bio noch einen Call to Action mit reinzusetzen, wie zum Beispiel, hör meine neueste Podcast-Folge oder sichere dir mein neuestes E-Book mit so einem Emoji-File nach unten, wo es dann auf den Link geht. Versuch einfach, die Leute direkt zum Interagieren mit deinem Profil zu bekommen. Im besten Falle erzählst du ihnen ja quasi dann auch schon, wenn sie schon Interesse an deinem Profil haben, dass sie über den Link noch mehr finden, wie ein E-Book. Das hätten sie vielleicht sonst erst erfahren, wenn sie ewig lange durch deine Beiträge geschaut hätten und dann gesehen hätten, ach wie cool, der hat da noch mehr. Versuch das also direkt präsent zu machen und ihm direkt zu sagen, hey, hier, da und da klicken, dann kannst du noch mehr erfahren. Gerade wenn du dein Profil als Content Creator nutzen möchtest, um vielleicht auch in Zukunft mal mit der einen oder anderen Firma zu kooperieren, dann solltest du unbedingt darauf achten, dass du in diese Instagram-Bio auch deine E-Mail-Adresse nochmal schreibst. Du kannst zwar über Instagram auch als Kontaktbutton deine E-Mail-Adresse hinterlegen, wenn die Unternehmen, die mit dir kooperieren wollen potenziell, aber Instagram über den PC aufrufen, dann sehen sie diesen kleinen Kontaktbutton nicht. Wenn sie dann deine E-Mail-Adresse aber direkt in der Bio haben, ist es für sie viel einfacher, dir mal kurz eine Mail zu schreiben, als wenn sie irgendwie erst noch übers Handy gehen müssen oder auf deine Website gehen müssen und da den Kontaktbutton finden müssen. Also versuch einfach deine E-Mail-Adresse, was im besten Fall auch nicht unbedingt eine ist, die du vor 15 Jahren mal erstellt hast als Teenie, sondern schaff dir dann wirklich auch passend zu deinem professionellen Username auch eine E-Mail-Adresse an mit kontakt@username.de oder so. Dann bau diese auf jeden Fall unbedingt in deine Bio mit ein, damit Unternehmen oder potenzielle Partner dich auch anschreiben können. Wenn du Instagram Stories erstellst, dann kannst du ja auch diese immer als Highlights speichern. Die werden dann unter deiner Profilbeschreibung, also unter der Bio, angezeigt als diese kleinen bunten Icons. Hast du wahrscheinlich schon öfter mal gesehen auf anderen Profilen, falls du es selbst noch nicht hast. Diesen Icons kannst du auch ein Titelbild geben und sie benennen. Versuch doch dabei, im besten Falle, wenn du ein Branding hast, das heißt, wenn du sagst, okay, ich habe auf meinem Profil immer die zwei, drei Farben, die ich benutze und die Schriftart oder die Art von Grafiken, dann versuch das doch auch in diesen Story-Highlights in den Titelbildern umzusetzen. Überlege dir also, okay, ich habe ein Story-Highlight zu Aktien und eins zu Geld sparen und eins zu Sparbücher, keine Ahnung. Dann versuch doch da wirklich Titelbilder zu erstellen, die vielleicht mit coolen Icons versehen sind in der Farbe deiner Brand. Oder versuch da, wenn es wirklich nur ganz kurze Wörter sind, kannst du das auch raufschreiben, aber das geht immer schnell unter, weil die ja wirklich sehr klein in der App sind. Also am besten arbeitest du da mit Icons. Versuch auch immer die Titel deiner Story-Highlights knapp zu wählen, weil das wirklich nur ein kurzer Abschnitt ist, den man in dem Profil sieht und sonst kommt, glaube ich, so ein Punkt, Punkt, Punkt. Also wenn da jetzt steht, Wanderung zu den längsten Flüssen der Welt, dann passt das da nicht alles rein. Also dann lieber Wandern als Highlight und dann findet man da alle Wanderungen. Dann kannst du natürlich auch immer noch einen Link in deine Beschreibung mit reinsetzen. Das hast du sicherlich bei schon vielen Instagram-Profilen gesehen, dass sie am Ende immer noch einen Link haben. Da gibt es mittlerweile Sachen wie Linktree zum Beispiel, dass du quasi dort einen Link hinterlegen kannst und dieser Link den User dann auf eine neue Seite bringt, wo sie dann mehrere Links zur Auswahl haben. Also zum Beispiel mein neuestes YouTube-Video, Blogbeitrag über XY, Impressum und noch irgendwas. Ein kleiner Tipp an dieser Stelle, es ist auf jeden Fall super wichtig, wenn du als Content Creator auf Instagram auftrittst und da auch wirklich Kooperation hast und das gewerblich machst, dass du dort in diesem Link ein Impressum hinterlegen musst. Schau da mal auf Seiten wie eRecht24 zum Beispiel, da findest du wirklich genügend Hilfen dazu. Oder google einfach mal Impressum bei Instagram, da findest du einige Blogbeiträge und informative Seiten. Es ist auf jeden Fall super wichtig, dass man sich da absichert, weil wenn man kein Impressum hat,
dann kann das ganz schnell mal zu einer Abmahnung führen, was man natürlich nicht möchte. Also sichere dich da auf jeden Fall ab. Wenn du noch spezielle Fragen zu Instagram hast und sagst, hey, darüber würde ich super gern noch mehr lernen, dann schau doch einmal auf meinem Profil vorbei, ob es dazu vielleicht schon das ein oder andere Video gibt. Ansonsten kannst du mir auch hier in den Kommentaren gerne eine Frage hinterlassen. Dann schaue ich mir eure Fragen an und werde in nächster Zeit vielleicht dazu dann nochmal das nächste Video drehen. Ansonsten findest du jetzt hier an der Seite auch noch die ein oder andere Inspiration, um ein bisschen mehr über Instagram zu lernen. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich auch immer, wenn du meinen Kanal direkt abonnierst und dem Video einen Daumen nach oben gibst. Und ansonsten sehen wir uns dann hoffentlich in meinem nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao!